Die AfD ist ja viel entschlossener gegen die Kriegstreiberei und gegen die Waffenlieferungen als zum Beispiel die Linkspartei. Geh nach Hause! Nazis raus! Ja, guck mal hier, Elsässer nicht willkommen. Bist du drauf? Jo. Grüß euch, warum ist denn der Jürgen heute nicht willkommen? Es geht doch um den Frieden. Geht es nicht um den Frieden? Doch, es geht schon um den Frieden, aber es geht nicht darum, wir wollen ihm ja keine Bühne geben, das hier zu instrumentalisieren für seinen Kram. Aber er ist doch sowieso nicht auf der Bühne. Okay, das ist richtig. Aber es gibt vom Bündnis, das diese Demonstration hier vorbereitet hat, gab es den Konsens, dass Jürgen Elsässer hier nicht gekommen ist. Der Versammlungsleiter hat uns ausdrücklich erlaubt, dass wir hier stehen. Dass er hier seine Fahnen nicht aufzeigen und er will, das war sein Ziel hier, auf die Demo zu kommen und im Zentrum da seine Fahnen zu zeigen und dann... Ist er denn persönlich da? Der ist persönlich da. Aber jetzt mal unter uns, im Grunde ist das doch eine wichtige Sache. Dritter Weltkrieg, ja, nein, da muss man auch mal zusammenhalten, oder nicht? Nehmen Sie hier Sachen auf, oder was? Ja. Nee, kein Kommentar mehr. Okay. Ich stehe mit Jürgen Elsässer, Herausgeber und Chefredakteur vom Kompaktmagazin. Grüß dich, mein lieber Jürgen. Hallo. Jürgen, du bist hier eingezäunt von Polizei. Wie kommt es? Es ist so, dass sich vor uns ein Pulk von bis zu 50 Leuten zeitweilig versammelt hat, die unbedingt uns vertreiben wollten. Dabei hatten wir die ausdrückliche Genehmigung des Versammlungsleiters, dass wir hier stehen können und willkommen sind. Aber diese Linksradikalen halten sich nicht an den Versammlungsleiter, sondern versuchen ihr Faustrecht durchzusetzen. Ja. Es ist interessant, was du sagst, dass der Versammlungsleiter es erlaubt hat, weil ich habe eben mit so einem Antifaschisten in Anführungsstrichen gesprochen und der sagte, das sei nicht erlaubt gewesen. Also, offensichtlich hat der Versammlungsleiter zu wenig eigene Ordner, sodass dann die Ordner, die die Linkspartei stellt, den Ton angeben können. Und der Witz dabei ist ja, dass die Linkspartei selber gar nicht zu dieser Kundgebung aufgerufen hat, aber sich jetzt das Recht herausnimmt, andere Meinungen zu zensieren und gegen uns vorzugehen. Das ist nicht im Sinne des Versammlungsleiters, aber er ist ohnmächtig, diesen Sturmtruppen zu wehren. Ist auch nicht im Sinne des Friedens. Nein, ganz und gar nicht. Denn, wir brauchen die breite Volkseinheit, man kann es auch Querfront nennen, von Nationalpazifisten eher auf der rechten Seite bis zu linken Antiimperialisten. Wenn wir diese beiden Spektren nicht zusammenbringen, dann haben wir keine Chance gegen die Kriegstreiber. Die Linken tragen hier Schilder vor sich her, auf denen draufsteht, mit der AfD ist kein Frieden zu machen. Wir haben die teilweise interviewt und die sind wirklich so drauf, dass sie so ja lieber Krieg als irgendwas mit der AfD. Ja klar. Also ich meine, die AfD ist ja viel entschlossener gegen die Kriegstreiberei und gegen die Waffenlieferungen als zum Beispiel die Linkspartei. Ja. Ja, und da ist natürlich beim linken Fußvolk offensichtlich einiges durcheinander geraten und sie sind ideologisch verblendet und verhetzt. Hau ab, Elsässer, und verpiss dich mit deiner Kundgebung! Verpiss dich mit deiner Querfront! Special Officer Doofy. Oh, hi Doofy. Geh nach Hause! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Billiger Antideutscher, Mann! Schäm dich für deine Vita, Alter! Komm, verpiss dich nach Sachsen, wo du herkommst! Nazis raus! Nazis raus! Elsässer, verpiss dich hier! Du hast dir nichts versucht, verloren! Du hast den Krieg verloren! Du hast den Krieg verloren! Du hast den Krieg verloren! Komm, geh zu nach Erfurt zu euren AfD-Homies! Oder nach Dresden hier mit Höcke und so! Geh zu deinen Kumpels!
Verpisst euch von hier, du Reptilien! Los, haut hier ab und hört auf, unsere Kundgebung zu stören. Sag mal, könnt ihr bitte diese störenden Elemente, die im Vorfeld angekündigt haben, unsere Kundgebung zu stören? Ich habe gerade gesagt, dass ihr seid diejenigen, die sich weigern, hier rauszukommen. Die Versammlungsleitung hat Jürgen Elbisser eindeutig zu unerwünschten Personen erklärt. So, die Versammlungsleitung hat völlig klar gemacht. Und ihr als Polizei, ihr seht, dass diese Person hier nur im störenden Verlauf